so weiter und so fort. Ne? Das Ganze ist im Augenblick über ein MIDI-Kabel angeschlossen. Ich habe mir so eine MIDI-Box gekauft. Warte, mach mal heller. So eine MIDI-Box, die dann per USB an meine Dockingstation oder eben an den PC geht. Kann man natürlich auch mit dem USB-Kabel zu Hause testen halt. Also USB an den Helix kann dann wie ein MIDI-Kabel funktionieren. Aber wie gesagt, ich würde das mit dem Ding machen. Ich habe hier, der hat, also zum Programmieren natürlich, der hat 4 Ein- und Ausgänge jeweils. Und wir würden das eben mit dem Backtrack-Player dann quasi ansteuern. Vom Backtrack-Player hier in das Ding rein oder in eins von unseren Geräten und dann einfach in der Kette weiter. Und dann kann man sowas umschalten, falls sich sowas interessiert halt. Das ist relativ easy einzustellen, wenn man mal weiß, wie es geht. Wir haben mich jetzt reingefuchst halt. Einzige, was eben funktionieren muss, sind die Backtracks. Die müssen natürlich auf dem Punkt sein. Das ist ja jetzt hier nur ein Backtrack, den ich nutze eben, damit ich diese ganzen Sachen machen kann, halt, weil unserer noch nicht so perfekt ist. Ne? Aber wenn du dran Bock hast, mache ich das. Dann kommst du mal vorbei, dann machen wir das hier auch für dein Gerät, weil ich finde das total cool, wenn sich alles umschaltet und du kannst einfach nur spielen und Show machen. Ne? Ich meine, wir Show machen müssen wir ja halt noch mehr. Wir standen doch schon relativ viel nur rum.